So, alle Dateien gesaved, eine Stunde Aufnahme ist gerettet. Oh, alles da, Facecam, Sound, Videospur, alles da. Und im Papier und Tüten. So, ich gehe jetzt hier noch die letzten Bäume runtergrasen, also alles, was jetzt hier von der Insel noch zu holen ist. Voilà. Und dann werde ich meinen Plan in die Tat umsetzen. Ist noch einer? Nicht? Der nicht? Gerade was gesehen, da. Nur zwei? Come on. Okay, das war's hier schon mal mit den kleinen Bäumchen. Mal gucken, ob ich nicht irgendwo so ein kleines Quartier rauszuppeln kann. Das heißt, ich werde jetzt hier alles wegsammeln, dann gehe ich meine Base noch ein bisschen ausbauen, auch mit Wände und, ne, ihr wisst schon, dass ihr mal das Building-System seht. Und dann werde ich eine Richtung einschlagen, welche es sein wird, weiß ich noch nicht. Einfach willkürlich raus. Ich nehme den Kompass mit, speichere vorher. Wenn ich vom Hai gesnackt werde, werde ich den Save-Stand davor irgendwann mal wieder laden. Und so der Plan. Mal gucken, ob er aufgeht. Mal gucken, ob sich ein Hai findet, der diesen Job übernehmen will. Ich muss nur gerade 6:45. Okay. Ich darf nicht die Zeit aus den Augen verlieren. Also maximal noch eine Stunde. Dann muss ich aber mit dem Affenzahn los. Ich habe noch einen wichtigen Termin, den ich heute einhalten muss. Maximal noch eine Stunde. Wahrscheinlich wird es weniger. Es regnet. Glaube ich, kommt alles. Ich glaube. Nee, da haben wir noch einen Baum. So, mal gucken. Ich habe alle Bäume, die es hier so zu haben gibt. Gibt, wie auch immer. Das gegenüberliegend von unserem Camp. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob diese kleinen Dingelchen im Laufe der Zeit irgendwann mal nachwachsen. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Keine Ahnung. Kann ich auch noch mal kurz drüber? Das ist laut. Okay, jetzt habe ich mein Handy gerade mal selbstständig gemacht, ist gerade abgeschmiert. Warum auch immer? Leichtes Gefälle drin. Gut. Back. Resume. Dem Handy geht's aber gut. Dem geht's gut. I think so. Oh, es ist dunkel. Ich werde den Regen definitiv nur abwarten, bevor ich rausplatsche. Also ich will wenigstens schönes Wetter haben, damit ich frühzeitig sehe, dass ein Hai kommt. Wobei, wenn es der richtige Hai ist, werde ich es eh nicht sehen. Dann kommt er direkt von unten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mein absoluter Liebling. So, dann machen wir jetzt noch eine Foundation. Mal gucken, ob ich diesmal ein Dach aufgezimmert bekomme. Ich hatte nämlich vorhin tatsächlich das Problem, dass mir gesagt wurde, dass irgendwas im Weg ist. Also ich konnte kein Dach auf meine Hütte setzen, was irgendwie total doof war. So, machen wir mal das. Jo. Craft. So, C, dann die Wall. Woodstick. Craft. Finde ich irgendwie cool. Ich weiß zwar nicht, wo er die Palmblätter hat, aber... Gut, sei erstmal so, wie es ist. Nee, nicht Driftwood. Craft. Nee, komm schon. Okay. Gucken wir nach Arched.
Nee, den da. Craft. Wo kletter ich denn hier rein? Besten dahin, ne? So, dann machen wir noch eine Tür. Oh, ich habe schon zu wenig. Okay, warte mal, kannst du? Braucht, glaube ich, aber nur in die Nähe gehen von irgendwelchen Sachen, dann geht das wieder. 29, sag ich doch. Gott sei Dank. Naja, gut. Man kann übrigens auch kombinieren. Ich könnte hier jetzt auch eine Scrap Metal Door reinsetzen. Tatsächlich, alles schon getestet. Nee, falsch. Dann machen wir mal ein Fenster. Woodstick. So. Mal gucken, ob wir es komplett bekommen. Glaube eher nicht. Wall, Door. Das sieht schon cool aus, ne? So auch mit Grün und... Jetzt hier noch zwei Fenster, ne? Auf Eck. Ja, haben wir definitiv noch zwei Fenster. Woodstick, Craft. Ich springe mit Absicht drauf, weil mein Gedanke war vorhin, dass es vielleicht eine Vorder- und Rückseite gibt, ungewollt oder gewollt, das weiß ich nicht. Und dass ich deswegen die nicht anklippen konnte, die Dächer. Quatsch. Jedes Mal. Jedes Mal. Oh Gott. So. Craft. Nee. Das war falsch. Voll. Craft. Bin mal gespannt. Und zu schweigen, dass ich das eh versuchen werde, das Dach aus anderem Material zu machen, weil... wenn ich daraus ein Dach machen würde, wäre ein Dach gleich kein Dach. Das ist echt witzig. Nee, zurück, Kanzler. Und dann machen wir noch einmal ein Fenster. Craft. So. Na. So. So. Ist nur die Frage, aus was wir das Dach machen. Ich kann ja wohl kaum ein... Rafts, nee. Floor. Wisst ihr, was ich meine? Ein Dach gleich kein Dach. Das ist irgendwie... Davon haben wir nur zwei. Drei. Scheiße. Ich glaube, ich komme nicht drum herum, dass ich das... Ach, scheiße, das auch noch. Na super. Doch, wir kriegen auf jeden Fall zwei. Ich will nur mal gucken, ob die anklippen. Würde mich mal interessieren. Letztes Mal ging es absolut nicht. Ja, das meine ich. Tja, kriegen wir kein Dach rauf. Hilft ja nichts. Wir können höchstens mal was versuchen. Wo man anklippen konnte, war ironischerweise, wartet mal, wenn ich eine Wall, nee, eine Half-Wall. Wie war denn das? War das hier? Plank Scraps? Nee. Driftwood. Achso, doch, Half-Wall. Wenn ich jetzt oben drauf noch eine halbe Wand setze. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich darauf auf jeden Fall ein Dach bauen kann. Craft. Huch. So. Komischerweise, ich weiß nicht, warum es so ist, aber... Auf dem Ding zum Beispiel könnte ich jetzt ein Dach setzen. Glaube ich. So war das zumindest vorhin. Woodstick. Ich kann es nicht anklippen, ich werde verrückt. Verdammt. Mal so viel dazu. Hm.
Ja, keine Ahnung. Also wir haben ein sehr sicheres Haus, wie man sieht. So, wo ist die Sonne? Ziemlich weit oben. Nee, Quatsch. Das brauchen wir. Ich mach's mal. Ich nehme auch eine Machete mit. Denn wenn ich einen Hai finde und den vielleicht sogar erlegen kann, dann werde ich den versuchen miteinander zu ziehen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, klasse. Wir fahren erstmal raus und gucken dann. Nee, doch nicht wegschmeißen. Bist du doof oder was? Mann. Oh Gott, das wird eine lange Fahrt. Mal gucken, ob ich hier irgendwas finde. Ich werde hier an dem Ding gleich nochmal speichern. An diesen, ich nenne es mal Wellenbrecher. Vorgelegter Wellenbrecher. Wenn wir nämlich einen Hai finden und der uns erlegt, kann ja alles passieren. Dann werde ich, sofern das nächste Update kommt, an dieser Stelle weitermachen. Oder aber es kann auch sein, weil, wie gesagt, es scheint nicht viel mehr zu kommen, außer dass man da nicht anklippen kann. Kann es sein, dass ich das einfach mal ganz spontan im Stream weiterspiele. Wir merken uns mal grob Südwesten. Das ist trotzdem scheiße. Auf See kann man sich schnell verfahren, ne? Wie man so schön sagt. Vor allem, wenn es denn jetzt gleich Nacht wird und das wird es. Aber was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles? Die Unterwasserstalaktiten, ne? Auch geil. Darauf die Riffs aufgebaut. Oh! Bojen! Was sagen mir Bojen? Was sagen mir die Bojen hier? Ist dort etwas angebracht oder geht es dort raus in die Tiefsee in den nächsten Schank? Dass die Bojen für mich so ein Hinweis sind? Aber es sind nicht genug. Ignoriere sie mal. Heißt das so viel wie nicht rausschwimmen oder was? Nicht weiter rausschwimmen, gefährlich? Ha! Ich lach dir ins Gefahr. Nee, warte mal, wie war? Ha! Gefahr, ich lach dir ins Gesicht. ja. Südwesten, unbedingt Südwesten merken. Falls mich jetzt nichts angreift und ich irgendwo im Nirvana auf der hohen See bin, hier ist ja gar nichts, ne? Aber gut, das kann auch mit der Karte zusammenhängen, ne? Wo ich gesagt habe, neu kreiert. Da waren ja ein paar, noch ein kleiner Fisch, schwarze Bereiche. Das kann natürlich die absolute Tiefsee sein.
Aber wenn ich zurück muss, dann werde ich mal auf Bojentaucho-Exkursion gehen. Allerdings will ich nicht zurück. Ich will es drauf anlegen. Ich will ein Hai. Oh Gott, Alter. Und richtig, komme ich hier auf See. Schlimm ist, es wird doch gerade Nacht, ne? Das ist problematisch. Wofür waren die Bojen? Waren die wirklich dazu da, mir zu sagen, hier stopp und nicht weiter? Das Problem ist, ab dem Punkt sollte ich aufhören, weiterzufahren, weil ich hier eh nichts mehr sehe gleich. Sonst laufe ich wirklich Gefahr, mich noch zu verfahren. Ich glaube, das haut jetzt schon nicht hin, ne? Wenn ich dorthin. Vielleicht haben wir Glück auf hoher See, dass wir sogar mal einen Wal sehen. Wer weiß das schon? Weil angeblich sollen diese nur bei Nacht zu sehen sein. Davon weiß ich natürlich nicht. Aber das werden wir gleich rausfinden. Und dieses Flackern meine ich, das kann man auch einstellen, was jetzt durch Mondlicht oder Sonnenlicht hervorgerufen wird. Paddel mal da zu der Insel. Ich will es ja am Ende eh nicht überleben und würde ja dann eh den letzten Speicherstand laden. Ich bin gerade am Überlegen, ob man überhaupt laden kann. Das ist gerade die andere Frage. Kann man Speicherstände laden oder wenn ich tot bin, ist das Spiel vorbei und ich muss so oder so von neuem anfangen? Ich weiß das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wow. Klasse. Haben wir was angelockt? Nö. Ja, es juckt in meine Finger, schneller zu rudern oder schneller zu laufen oder whatever. Es geht nur nicht schneller. Es geht nicht schneller. Leider. Gab ja damals diesen Bug, ne? Von wegen ins Menü, dann wieder rudern, dann ist man ja irgendwann 3, 4, 5, 6 Mal so schnell gewesen. Endlos Speedbug. Will ich aber nicht. Ich muss gestehen, auch wenn es momentan harmlos aussieht, ich habe ganz leichte Bauchschmerzen. Vor allem, wenn immer so helle Dinger vor mir auftauchen. Also hier so Mondscheinspiegelung, Reflexion und so weiter.
Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich bin nicht ein wenig nervös. Okay, die Bojen ziehen sich scheinbar doch durch das gesamte Gebiet. Das heißt, die grenzen ab wahrscheinlich zwischen Inselstaat und... Gut, der Vorteil ist, anhand der Bojen werde ich auf jeden Fall mal nach Hause finden. Weil meine Insel doch relativ nah am... relativ nah am, an solchen Bojen liegt. Na gut, ich sehe gerade, da sind immer Unterbrecher drin, ne? Nee, doch nicht. Sie werden weitergeladen.